Hallihallöle, willkommen zurück. Folge 14 mit dem guten Gothic, der gerade von hinten angedüst kommt. Von hinten? Ja, wie wär's, wenn du neben mir an die Schwarz fährst? Schlingel, du. Halt, stopp. Und zwar haben wir vor, Schwarz zu häckseln. Haben wir das vor? Ja. Tauscht man einfach zwischen meinen Folgen, oder? Würde ich sagen. Mit dem Klaas Jaguar 900 müsste das sein. Bereit? Jo, gib Gas. Okay, wie flott fährst du damit? Ich bin gerade am gucken, wie flott du fährst. Eben gerade war ich bei 20. Ja, ich muss gerade noch den richtigen Gang finden. Bin jetzt im zweiten Gang. Ja. Wenn jetzt Verlust ist, dann ist das halt eben so. Ja, ich muss ja erstmal den Gang finden. Der ist geil, Mann. Ich muss sagen, du knallst mich auch gut voll. Aber ich sag ja, Schwarthäckseln macht auch Spaß. Aber alleine kannst du das nicht machen, weil der Helfer dann nicht reagiert, weißt du? Ja, ja. Alter Schwede, 40% habe ich jetzt. Echt? Ich war 45, ich müsste dich erstmal suchen. Nimm gleich die übernächste. Ja. Warte, ich muss rankommen. Also hier ist gerade der Wendekreis katastrophal. Ach, lustig. Ja, du beschleunigst auf jeden Fall einiges schneller wie ich. War ja auch gleich mit dem zweiten Gang an. Ja, ich lass den manuell hochschalten. Automatisch. Da braucht er halt ein bisschen. Ich kipp dann dasselbe Silo ab wie du, ne? Ja, das wäre da für die Kühe, weißt du. Naja. Aber der ist geil. Auf jeden Fall ist der genial. Also so eine Dinger kannst du halt eben nicht alleine nur zu zweit machen. Ja, ja. Dann bringt es auch wieder Spaß, wenn du da alleine rumpimmelst, dann... Ja, und während ich wegfahre, könnte der andere rein... Also während der eine wegfährt, könnte der andere rein theoretisch noch ein bisschen weitermähen. Weitermähen. Ja. Ich nehme mich doch gleich. Also, ich rauche gleich erstmal ein und dann... Mach ich die nochmal vor und dann fange ich an zu mähen. Ja, ich muss ja auch erstmal oben ankommen. Noch 91, ne? Ich bin jetzt bei 92.
93. Ich sag dir schon Bescheid. Ich denke mal, die Bahn kriege ich rein und dann fahre ich ab. Und voll. Na, so läuft das gut. Ja, so muss das. Also so kann das laufen. Und jetzt schön Vollgas. Ich bin schon am Rückweg. Ja. Was denn jetzt schon wieder? Was denn jetzt schon wieder? Alter, Zocken, Mann. Geil. Hallo Großer. Was machst du denn? Was machst du denn hier? Warte. Jo, kannst. Was ich? Du kannst. Ja, der fällt gerade an. Also. Ja, muss ich jetzt auch tun. Genau. Ich vergesse den Gang. Also.
war meine Innenansicht. Ja. Oh ja. Du fährst aber schief und schäl. Ja, ich weiß nicht. Weil mit meiner Frau. Ach komm schon, und hau mal einen Gang rein hier. Nacht, Schatz. Jetzt kommt er auf Tempo. Nach der Folge mal fragen, was da los war. Wieso? Weil der Kleine seit 6 Uhr im Bett liegt. Irgendwas hat nicht mitbekommen heute oder so? Hm? Da was nicht mitbekommen oder so? Ja, ich habe irgendwas nicht mitbekommen, dass der nochmal wach geworden ist wahrscheinlich. Habe ich nicht mitgekriegt. Ach, ist Feuchten weg oder was? Nee. Fahren wir hier dann einfach links durch, oder? Aufs nächste. Das war mein Plan. Nehmen wir erst die hier ganz links an der Wiese, am Graben vorbei, ist auch noch eine. Ich mach erstmal die. Nur da bist, sagst Bescheid, ne? Jo, knall den Gang rein. Boah, der geht wohl ab wie Schmitz Katze. Das ist geil, das Ding, ja. Düpdüdü. Weil der schmeißt schnell voll, ne? Ja, ja. Ich habe mir das Gefühl, dass wenn du häckselst, dass du schneller voll bist, als wenn du einsammelst. Weiß ich nicht. Habe ich irgendwie das Gefühl, ich kann mich auch mega täuschen, aber... Auf jeden Fall macht Häckseln mehr Spaß. Das auf jeden Fall, ja. Frag Wendt. Herzlich willkommen bei Players of Economities. Mein Name ist Kostekläuf und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Von mir selber. Schön, dass du da bist. Nein, ich habe kein Alkohol getrunken. Nein, ich habe auch nicht gekifft. Sowas tut der Kostekläuf nämlich nicht. Die einzige Droge, die ich nehme, ist mein... Und stopp. Halt an. Gut getrunken, auch eine Zigarette und ganz Klassik, ich bin voll. So. So war es. Ohne die Indianer. Und das große Tier ist geschenkt. Jetzt im Sinn. Ja. Muss ich den Gothic-Teufel erstmal anschreien, dass ich voll bin hier? Schon seit um 5:30 auf den Beinen. Naja, ist auch ja in Ordnung. Geil, wir hatten auch richtig geil. Meine Mutter hat mich angerufen und meinte, dass wir wieder einen Rohrbruch haben, ne?